Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 18. März 2021. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, manchmal kommt man sich in dieser Zeit vor, als wäre man in einer so einer Art Endlosschleife gefangen. Die Dinge scheinen sich immer zu wiederholen und es scheint wie bei einem Irrgarten keinen rechten Ausweg zu geben. Aber ich glaube, dass das nur ein subjektives Gefühl ist, von dem ich auch nicht immer frei bin, denn eins der Gesetzmäßigkeiten unseres Universums ist ja nun mal das Prinzip der Vergänglichkeit. Alles, was entsteht, bleibt eine Zeit lang und vergeht wieder. Die Dinge verändern sich. Und vielleicht werden wir schon größere Veränderungen sehen, jetzt, wenn die Planeten aus den Fischen in den Widder weiterrücken. Denn der Fisch ist ja ein eher passives Zeichen, der die Dinge in gewisser Weise dann erleidet oder erfühlt im besten Fall, während der Widder ja ein aktives Zeichen ist. Und in dieser Aktivität vielleicht passiert dann mal der Schritt raus aus diesen ganzen Geschehnissen auch. Meistens ist es ja so, dass eine Krise ja dann endet, wenn man das gelernt hat, was die Krise zu einem bringen sollte. Und die Frage ist natürlich, haben wir jetzt alle gelernt? Ich kann es nicht genau sagen. Gut, zur Astrologie. Die Sonne heute im 28. Grad der Fische. Sie wechselt ja am Sonnabend in den Widder. Da ist Tag- und Nachtgleiche zum Frühling. Dann ist der Tag und die Nacht sind dann gleich lang. Und mit dem Eintritt der Sonne in den Widder werden dann die Tage länger als die Nächte, also die Lichtkraft besiegt dann quasi die dunkle Kraft, die Nachtkraft, die Tagenergie wird stärker und damit auch der Impuls, mehr nach draußen zu gehen, aktiver zu werden, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Das heißt, wir haben jetzt noch eben 2 Tage mit der Sonne in den Fischen, um, wie ich es ja gestern schon sagte, gründlich aufzuräumen, vor allem emotional aufzuräumen. Das heißt, woran hänge ich emotional, gerade jetzt im Negativen? Ne, wo habe ich Groll? Wo hab ich noch keine Vergebung, kein Verzeihen in mir bewirkt? Kann ich da was ändern in mir oder sogar, indem ich auf andere zugehe? Genau. Hier nochmal das Horoskop vom Eintritt der Sonne in den Widder am Sonnabend um 10:37 Uhr ist es soweit. Und wir haben zu dem Zeitpunkt noch den zunehmenden Mond in den Zwillingen. Es ist also ein Horoskop, was sehr stark auch mit Kommunikation zu tun hat. Sodass also das nächste Quartal oder sogar das nächste astrologische Jahr sehr viel zu tun hat, eben auch mit Kommunikation. Man sieht hier Mond, der Mond steht ja in mundanen Horoskopen immer auch für das Volk, beziehungsweise für das kollektive Gefühl, könnte man auch sagen, das kollektive Bewusstsein. Und mit dem Mond am Mondknoten im Zwilling ist halt ein ganz starkes Bedürfnis nach konkreter Kommunikation da. Das ist hier mit Merkur in den Fischen natürlich nicht so einfach, weil Merkur in den Fischen sich gerne in den vielen Einzelheiten so ein bisschen verliert. Trotzdem ist es eben ganz wichtig, dass klar kommuniziert wird. Das gilt nicht nur für Politik und Volk, sondern auch in unseren Beziehungen. Ne, der Mond im Zwilling möchte eben Informationen, möchte Fakten und die sollen auch sachlich kommuniziert werden und man möchte nicht in irgendeiner Weise getäuscht werden oder beruhigt werden, sondern man möchte die Wahrheit wissen. Und da wird jetzt wahrscheinlich auch ein starker Druck dahingehend da sein, diese Wahrheit zu erfahren. Ja, zurzeit ist Merkur ja in den Fischen, wie ich eben schon sagte, auch Venus und Neptun noch. Merkur in den Fischen ist eben oftmals, dass diese klaren Informationen weder kommen noch gebracht werden. Es verliert sich manchmal so, man hat da so Fake-Bilder oder Fata Morganen oder das Gefühl, was man erzeugen möchte, ist wichtiger als die Wahrheit, die man vermitteln möchte. Und da tut es manchmal schon ganz gut, wenn es so hier und da Menschen gibt, die wirklich einmal auch die Wahrheit sagen. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien ist natürlich weiterhin zunehmend. Ja, er läuft allmählich auf den nächsten Vollmond zu. Der ist aber erst am
Sonntag, den 28. März, also haben wir noch relativ lange Zeit. Und der Mond ist heute im Stier. Mond im Stier, wie ich es ja gestern auch schon sagte, ist ja der Stier immer sozusagen schützt und sichert ja etwas, damit das, was er schützt und sichert, aufblühen kann. Und dieses Aufblühen soll ja dann dazu führen, dass daraus Früchte entstehen, die man dann ernten kann. Also der Stier ist ja wie alle Erdzeichen da in gewisser Weise auch zweckorientiert. Auch wenn er sich am Blühen natürlich erfreut, sieht er natürlich, dass das eine notwendige Stufe ist, um nachher in der Jungfrau etwas ernten zu können. Und so gilt es halt mit dem Mond im Stier eben bei uns auch zu schauen, welche Bereiche in mir, in meinem Leben sind schützenswert. Das ist vielleicht ein anderer Ansatz, als immer nur auf diesen Sicherheitsaspekt zu gehen. Denn Sicherheit impliziert ja immer auch, dass es eine Bedrohung der Sicherheit gibt, gegen die ich mich erwehren muss. Etwas zu schützen, finde ich, ist mehr so was Aktives vom Grundgefühl her. Also was gilt es in mir und meinem Leben zu schützen? Was ist schützenswert? Was ist erhaltenswert? Und erlaube ich es mir dann auch einmal zu genießen, wenn ich denn viel Arbeit in etwas hineingesteckt habe, dass ich dann auch die Arbeit genieße? Also wenn ich viel im Garten gearbeitet habe, gönne ich es mir dann auch, mich einfach mal in den Garten zu setzen oder zu legen? Oder muss ich so lange weiterschuften, wie das Licht da ist? Und weil die Zeit muss ja ausgenutzt werden, ne? Also das ist immer so ein bisschen diese Balance zwischen einerseits Workaholic, ne, stiermäßig, solange es was zu tun gibt, Erdzeichen, tue ich auch was, und andererseits auch dieses Phlegma, oh, ich könnte auch gleich im Garten liegen, ne? Da gilt es so ein bisschen die Balance zu finden. Der Mond wird heute Nacht um 0:47 Uhr in den Zwilling wechseln, sodass wir morgen und auch am Wochenende, also am Sonntag geht der Mond an den Krebs, haben wir Mond im Zwilling, eine sehr kommunikative Stellung. Das heißt, die Planeten Sonne und Mond rücken in aktivere Zeichen. Das bedeutet eben auch, der Impuls, aktiver nach draußen etwas machen zu wollen, wird dann noch sehr viel stärker werden. Ja, heute haben wir ein schönes Sextil der Venus in den Fischen zu Pluto im Steinbock. Das bedeutet auch ein guter Tag, um auf relativ harmonische Art und Weise mehr Tiefe in unsere Beziehung und Begegnungen zu bringen. Und auch vielleicht überhaupt ein etwas leichterer Angang einmal auf bestimmte Schattenanteile zu schauen. Morgen am Freitag dann wie gewohnt die Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.